Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Die Werkbank ist bekanntlich das Herzstück einer jeden Werkstatt. Da ich keine großen Standmaschinen habe, habe ich mich dafür entschieden, sie besonders groß zu machen, um hier mit Handkreissäge und Co. richtig schön arbeiten zu können. Und da der Platz da ist, seht ihr hier eine 2x2 Meter große Werkbank, deren Oberfläche ich aus Holzziegeln gemacht habe. An jeder Seite der Werkbank sind Steckdosen befestigt, sodass ich schnell Zugriff habe auf Strom und die einzelnen Maschinen verwenden kann. An Materialkosten hatte ich um die 120 Euro. Zeitlich habe ich jetzt ungefähr eine Woche lang daran gebaut, immer abends so 1 bis 2 Stunden lang. Jetzt zeige ich euch, wie ich das gemacht habe und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Kreativ bunt. Bevor ich angefangen habe, die Werkbank zu bauen, habe ich mir natürlich erstmal eine Skizze gemacht, die ihr hier seht. Anhand dieser Skizze möchte ich euch jetzt auch die einzelnen Bestandteile der Werkbank zeigen und welches Holz ich dafür verwendet habe. Für die Tischplatte habe ich 10 Holzdielen genommen. Das hat den Vorteil, dass die Holzdielen sehr dick sind, sodass der Tisch sehr stabil ist. Um das Ganze etwas abzusichern, habe ich an den beiden Seiten 2 Bretter mit 2 Meter Länge angebracht. Die Breite spielt dabei keine allzu große Rolle. Um das Ganze weiter zu stabilisieren, habe ich mir aus den Resten der Holzdielen, die ich als Tischplatte genommen habe, eine Verkleidung unten gebastelt. Dann hat der Tisch 9 Tischbeine. 3 pro Seite und einen in der Mitte. Und in der Mitte habe ich auch nochmal 2 Bretter mit 1,60 Meter Länge genommen, um das Ganze weiter zu stabilisieren. Das war es auch schon an Material. Die Werkzeuge seht ihr gleich auch im Video. Beginnen wir mit der Tischplatte. Dazu habe ich erstmal alle 10 Holzdielen ordentlich nebeneinander gelegt und dann die 2 Meter langen Sicherungsbretter angeschraubt. Da die Tischbeine später in einem Abstand von 20 cm an den Seiten angebracht werden sollen und die Holzdielen eine Dicke von 4 cm haben, wird die Sicherungsleiste also bei 16 cm zum Rand hin angeschraubt. Sobald das Sicherungsbrett fest ist, bin ich hingegangen und habe einmal die Holzdielen, die als Verkleidung dienen sollen, drangestellt und dann im Endeffekt die Tischbeine mit Winkeln festgeschraubt. Die Verkleidung wird dann später an den Tischbeinen festgeschraubt. Bei den mittleren Tischbeinen habe ich zuerst noch die Sicherheitsbretter angebracht und dann die Winkel seitlich auf die Sicherheitsbretter geschraubt. Achtet dabei darauf, dass alle Pfosten zum Rand den gleichen Abstand haben, damit nachher die Verkleidung ordentlich platziert werden kann. Wenn dann alle Tischbeine fertig geschraubt sind, inklusive der 2 Sicherungsleisten, dann muss der Tisch umgedreht werden. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir das etwas leichter vorgestellt. Im Endeffekt habe ich noch 2 Nachbarn mit einbezogen, sodass wir insgesamt mit 4 Mann den Tisch umgedreht haben. Aber dafür steht er jetzt sehr stabil. Im nächsten Schritt bin ich dann mit dem elektrischen Hobel drüber gegangen, da die Holzdielen sägerau waren und ich natürlich eine glatte Oberfläche haben wollte. Und dann ging es auch schon an die Verkleidung, die habe ich dann erst noch zugesägt. Ich wollte ursprünglich die Kanten im 45-Grad-Winkel zusägen, allerdings hat meine Handkreissäge dann im 45-Grad-Winkel das Holz nicht ganz durchgesägt. Dadurch habe ich im Endeffekt an 2 Seiten kürzere und an 2 Seiten längere Bretter. Das stört mich in der Werkstatt nicht weiter. Die Besonderheit bei dem Tisch ist, dass ich auf allen 4 Seiten im Endeffekt eine Steckdose haben möchte, die ich nutzen kann für die Geräte
Und dafür bin ich hingegangen und habe an den Verkleidungen, an einer der beiden Verkleidungen, jeweils an der Seite eine Einkerbung gemacht. In diesem Fall habe ich das mit der Stichsäge und vorher dem Bohrer gemacht. Ganz wichtig für mich war, dass die Steckdosen an den Seiten ausschaltbar sind. Die zentrale Steckdose nachher hat keinen An-Ausschalter, weil die unterm Tisch sein wird. Und da werde ich natürlich nicht so oft drunter krabbeln, um irgendwie die Steckdose anzuschalten. Aber an den Seiten ist es ganz wichtig, um halt auch notfalls schnell mal alle Geräte ausschalten zu können, die dranhängen. In der Mitte habe ich, wie gesagt, dann auch einen Mehrfachstecker ohne Schalter angebracht. Den habe ich zuerst mit doppelseitigem Klebeband auf ein Stück Restholz geklebt und dieses Restholz habe ich dann im Endeffekt an den mittleren Pfosten angeschraubt. Und dann habe ich unterm Tisch alle vier Steckdosen im Endeffekt in die mittlere Steckdose eingesteckt. Ich habe dabei auch ein bisschen darauf geachtet, dass die Kabel nicht direkt unter der Tischoberfläche sind. Das heißt, wenn man mal in den Tisch bohrt oder sowas, erwischt man kein Elektrokabel. Die seitlichen Steckdosen habe ich dann einfach auch mit doppelseitigem Klebeband an die Verkleidung angeklebt. Kann man auch eleganter machen, allerdings reicht mir das vollkommen aus. Und da der Tisch von allen vier Seiten frei zugänglich ist, habe ich mir noch einen Kabelkanal geholt, um im Endeffekt das Stromkabel von dem mittleren Tischbein zur Steckdose hin zu verlegen. Und zwar so, dass man eben nicht drüber fällt. Die Werkbank ist fertig, nun kann ich also hingehen und kann hier schön meine Möbel drauf bauen, habe richtig schön viel Platz, um verschiedene Komponenten drauf zu lagern und kann an den Seiten wunderbar das Holz anbringen. Ihr habt gesehen, dass ich diese Verkleidung unten, die als zusätzliche Stütze dient, erst angebracht habe, nachdem wir den Tisch umgedreht haben. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich vorher keine Werkbank hier drin hatte, um die Hölzer ordentlich zurechtzusägen. Das konnte ich halt erst machen, nachdem der Tisch umgedreht war. Damit habe ich ihn im Endeffekt auch schon eingeweiht. Es ist wunderbar, hier an den Seiten mit Schraubzwingen und Co. zu arbeiten. Ich werde später noch den Schraubstock anbringen, mir eventuell auch was für die Handkreissäge basteln. Wenn ich sowas mache noch, dann werdet ihr es definitiv auch sehen. Hinter mir steht auch schon das Material für das erste Stück, was ich hier drauf bauen werde. Und zwar wird das ein Schubladenschrank sein. Natürlich werde ich euch dabei auch wieder mitnehmen. Und ich sage einfach bis dahin. Tschüss!